Das dritte Boot in der Commuter-Serie von Nimbus heißt C8 und ist damit die bisher kleinste in der Produktpalette der schwedischen Werft. Dabei sieht sie von außen quasi identisch aus, nur eben nicht 12,40 Meter lang wie bei der C11, sondern 7,93 Meter. Auch bei ihrem Einsatzzweck gibt es Parallelen zu den Schwesterbooten. So soll auch die im April 2021 vorgestellte C8 ein Alltagsboot sein, welches jedem Wetter trotzt. Aber sie kann noch mehr. Und damit herzlich willkommen zu Boote TV. Läuft man an Land an der Schwedin vorbei, fällt einem als allererstes der blaue, zweistufige Rumpf ins Auge. Nimbus-typisch ist er sehr gut verarbeitet. Wir können keine Fehler im Gilcode oder ähnliches finden. Alle Anbauteile, wie die Scheuerleiste oder die Badeleiter, sind fachmännisch verbaut und passen zur Größe des Bootes. Da das Boot mit Motor, etwas Treibstoff und Trailer 3480 Kilogramm wiegt, laut Wiegekarte, darf es noch mit einem 3,5 Tonnen Trailer transportiert werden. Auch mit seiner Breite von 2,55 Meter ist das problemlos möglich. Sowohl auf Backbord wie auch auf der Steuerbordseite befinden sich große Bugskisten und mit Türen verschließbare Durchgänge zur Badeplattform. Diese Edelstahltüren sind hochwertig ausgeführt, aber nur gegen Aufpreis erhältlich. Ebenfalls ist hier eine Heckdusche montiert. Klappt man die große Sitzbank im Heck hoch, sieht man, dass die Commuter 8 ihrem Namen gerecht wird. Ausreichend Stauraum für Gepäck ist vorhanden. Wer am Deckshaus vorbei auf das Vordeck geht, findet hier einen weiteren Platz, um frische Luft und die Sonne zu genießen. Auf dem Weg zur Kabine der Nimbus C8 befinden sich an Deck viele Haltemöglichkeiten. Das unterstreicht den Charakter der C8, ein Rauwasserboot zu sein. Tritt man in die Kabine, überrascht einen der 360 Grad Rundumblick. Das Raumgefühl ist hervorragend, alles auf dem Boot lässt sich wunderbar einsehen. Das große Panoramadach kann geöffnet werden und trägt genauso viel zum Wohlfühlen bei wie die zwei großen Schiebetüren. Richtung Heck ist ein großes Fenster sowie eine gemütliche Sitzbank für zwei Personen vorhanden. Wird sie umgeklappt, erhält man dort eine kleine Liegefläche. Unter ihr befindet sich Stauraum und der Sicherungskasten. Ein SIM-Radplotter sowie das Bedienpanel des Sipwake-Trim-Systems sind im direkten Sichtfeld installiert. Geschaltet wird elektrisch und dadurch leichtgängig. Das Lenkrad ist mit Leder umfasst und besitzt verchromte Speichen. Es ist griffig und dank der Hydraulik ohne große Kraftanstrengung zu bewegen. In der Kabine ist alles, was man für eine Übernachtung braucht. Die V-Koje im Bug fällt mit 1,93 m x 1,90 m groß aus und ist angenehm gepolstert. Stauraum befindet sich darunter und in den Seitenablagen der Koje. Außerdem ist eine kleine Ablagefläche mit Schubladen am Niedergang vorhanden. Gelüftet wird über das große Luke. Die Stillhöhe in der gesamten Kabine beträgt 1,40 m. Die Verlegung der Kabel und Schläuche ist Nimbus-typisch gut. Die Leitungen sind mit Brackets am Rumpf befestigt und alles ist ordentlich beschriftet. Wir haben nichts auszusetzen. Unser Testboot ist mit 300 PS ausgestattet und besitzt damit die stärkste wählbare Maschine. Das Standardboot wird mit 250 PS ausgeliefert. Wir verlassen unseren Liegeplatz mit Standgas von rund 600 Umdrehungen pro Minute und einer Fahrt von 2,5 Knoten. Das Boot fährt dabei spurtreu geradeaus. Auf der Mosel ändern wir unsere Geschwindigkeit und werden schneller. Der Bug hebt sich und das Sipwake-System fährt seine Klappen aus. Der Übergang zur Gleitfahrt beginnt bei rund 1800 Umdrehungen. Die Sicht ist jederzeit gut und auch mit ausgeschaltetem Sipwake macht uns das Boot keine Probleme. Weder in der Kursstabilität noch in der Sicht über den Bug. Eine gute Gleitfahrt ist in unserem Test bei 3800 Umdrehungen pro Minute erreicht. Das Boot macht dabei eine Geschwindigkeit von rund 20 Knoten. Die wirtschaftliche Gleitfahrt ist bei 4000 bis 4500 Umdrehungen pro Minute erreicht. Das Boot hat in beiden Drehzahlbereichen eine Reichweite von 118 Seemeilen zuzüglich 15% Reserve. Bei schnellen Manövern folgt das Boot den Lenkbewegungen sofort. Es fährt sich sportlich, aber nicht unberechenbar. Slalom, schnelle Kurven und Wenden absolviert es mit rund 30 Knoten ohne Probleme. Übertreibt man es aber und schlägt das Ruder bei etwa 40 Knoten kräftig ein, kann es passieren, dass sich das Heck hebt und wegrutscht. Reduziert man seine Geschwindigkeit jedoch vor dem Einlenken, passiert das nicht. Unser Fazit? Die 26 Fuß Nimbus C8 ist ordentlich verarbeitet und lässt die Herzen von Liebhabern des schwedischen Bootsbau höher schlagen. Die verbauten Materialien sind von hoher Qualität. Ein gut durchdachtes und gelungenes Boot, das für kurze Urlaube oder für den täglichen Gebrauch gleichermaßen funktioniert. Und das nicht nur im Heimatrevier, den schwedischen Schären.